Warum kommt der Möbelhandel aus der Rabattfalle nicht mehr raus? Etliche unserer Kunden sind sogenannte Nettovermarkter, das heißt, die verkaufen im Wesentlichen zu einem Preis und ziehen das auch so durch. Aber die Mehrheit der gerade großen Möbelhändler arbeitet mit Rabatten und Sonderaktionen und kriegt dadurch das Haus voll. Es haben einige große versucht, Siegmüller zum Beispiel, vor fast über 10 Jahren, das mal nicht mehr zu tun. Die sind sehr, sehr schnell zurückgerudert, weil es nicht hinhaute. Warum ist das so? Warum kommt man nicht wieder zurück, wenn man erstmal mit dieser Rabattitis angefangen hat? In dem neuen Buch des genialen Verhaltensökonoms Dan Ariely wird das sehr eindrücklich beschrieben, warum es da keinen Weg zurück gibt. JCPenney, eine Kaufhauskette in den USA, hat traditionell immer mit Rabatten geworben, Prozente in Dollar ausgedrückte Rabatte, Couponaktionen. Es war wirklich ein sehr, sehr rabatt- und aktionsgetriebenes Warenhaus. Bis es einen neuen CEO kriegte, Ron Johnson, der von Apple kam. Und Ron Johnson hat gesagt, das hören wir auf, ab sofort sind die Preise fair und square. Und jetzt war ein Hemd, was vorher für 100 Euro ausgepreist war und dann mit fettem Streichpreis es für 60 gab, wurde gleich für 60 verkauft. Das heißt, die Preise, zu denen im Endeffekt verkauft wurde, blieben gleich, aber die ganzen Rabatte und Aktionen verschwanden über Nacht. Was meinen Sie, was ist passiert? Die Kunden wendeten sich in Scharen von JCPenney ab. In dem Jahr, wo Ron Johnson an die Spitze von JCPenney kam, 2012, brach der Umsatz um 25% ein, was dem Konzern ein Verlust von fast einer Milliarde Dollar bescherte. Und was natürlich Ron Johnson den Job kostete. Denn so eine Sache kann man den Aktionären schwer verkaufen. Danach wurde wieder hochgezeichnet, ab sofort, es wurden alle Preise wieder hochgezeichnet. Verkauft wurde nach wie vor zum Preis, den sie vorher und nachher hatten. Aber jetzt gab es wieder Rabatte, es gab Aktionen, es gab Coupons und die Kunden kamen wieder. Das Geschäft hat sich noch nicht ganz erholt, aber die Kunden stimmten ab. Und Dan Ariely sagt, die Kunden stimmten ab und sie stimmten dafür, betrogen zu werden. Die Kunden kauften nicht das Hemd, sondern sie kauften das Gefühl, ein Schnäppchen gemacht zu haben. Denn das ist das, was passiert, wenn wir dem Kunden ein überraschendes Schnäppchen in Aussicht stellen. Es werden tiefere Gehirnschichten angesprochen. Das ist wissenschaftlich ausgedrückt, ist das der Nucleus accumbens, ganz, ganz weit unten im Gehirn. Der leuchtet auch auf, der wird auch stimuliert, wenn Süchtige irgendwie Kokain sehen oder alkoholfixierte Menschen Alkohol sehen oder wenn Menschen Fotos von attraktiven, nackten Menschen sehen. Das heißt, das spricht die Grundinstinkte des Menschen an, wenn es mit einem Mal überraschende Schnäppchen gibt. So, das heißt, es wird nicht rational bewertet, sondern von unserem emotionalen, auf Überleben und auf Vorteil getrimmten Gefühl bestimmt. Und wenn diese Sachen mit einem Mal dem Markt entzogen werden, dann stimmen die Leute mit den Füßen ab und kommen nicht wieder. Das heißt, wer erstmal in der Rabattfalle ist, kommt nicht oder nur schwer wieder raus. Das ist auch einer der Gründe, warum seitdem wir im Möbelhandel sind, wir noch nie auch nur einen Pfennig nachgegeben haben mit unseren Projektpreisen. Ich hatte einmal einen Einkäufer von einer sehr großen Möbelhauskette am Telefon. Es war ein 6-stelliger Projektpreis und er war jetzt nun vorgeschickt worden von den Inhabern, handel da mal was runter, da muss doch noch was gehen. Und wir sprachen und irgendwann sagte er, Herr Witt, mit Ihnen kann man ja überhaupt nicht über den Preis reden. Da habe ich gesagt, Herr Einkäufer, das tun wir doch schon seit einer halben Stunde. Ja, aber Sie geben überhaupt nicht nach. Ich gesagt, ja, das habe ich auch noch nie gemacht. Wir haben in 10 oder 12 Jahren in der Branche haben wir nie auch nur einen Cent nachgegeben. Sagte Herr Witt, wir gehören zu den ganz Großen und wir sind es gewöhnt, Rabatte zu bekommen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Gesagt, Herr Einkäufer, da haben Sie sicherlich in vielen Situationen recht. Für viele Sachen ist irgendwann das erste Mal, wenn man das ausprobiert. Aber zum Beispiel habe ich ihm erklärt, ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich habe noch nie Kokain probiert. Und ich werde das vermutlich auch in meinem Leben nicht mehr tun, weil ich das nicht für eine gute Idee halte. Und als schlauer Mensch begriff er sofort, was Rabatte denn mit Kokain zu tun hat. Beides sind schnell wirkende Stimulantien. Das eine stimuliert den Kunden und den Kundenstrom, das andere stimuliert unser Gehirn und unser Wohlbefinden, von denen man aber dann schwer wieder loskommt. Und
als kluger Mann sagt er, okay, Herr Witt, ich habe das verstanden, ich muss jetzt meinen Chefs wohl sagen, dass sie hier an diesem Projektpreis nichts tun werden. Ich sage, genau richtig, denn wer einmal damit anfängt, der kommt nicht wieder davon los. Und er sagte, da haben Sie völlig recht, wir sind selber in dieser Falle gefangen, ich habe Sie verstanden. Wer einmal in der Rabattfalle ist, kommt nicht davon los und muss weitermachen. Alle Nettovermarkter da draußen unter den Möbelhändlern, fangen Sie gar nicht erst damit an, denn wenn Sie einmal angefangen haben, dann ist es zu spät. Das ist der Grund, warum der Möbelhandel aus der Rabattfalle nicht mehr rauskommt.